Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Serranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Need for Speed Most Wanted aus dem Jahre 2005. Und ja, wir sind in einer etwas ungewohnteren Umgebung, würde ich sagen. Und zwar habe ich die Fenster auf, das heißt sowohl das Fenster hier rechts von mir als auch die hier hinter mir sind offen. Das heißt, meine Kamera ist heute ein bisschen dunkler, aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören, weil ich hatte jetzt eigentlich keinen Bock hier das ganze Zimmer irgendwie am Tage zu verdunkeln. Deswegen ziehen wir es heute einmal so durch. Ich denke, das sollte ja nicht das große Problem sein. Und ja, wir sind nach wie vor bei Ming dran, wie ihr wahrscheinlich noch wisst. Und ja, wir haben die Rennsiege auch schon fast durch tatsächlich. Wir werden natürlich trotzdem alle Rennen irgendwie versuchen zu absolvieren. Wir können mal hier mit einer Mautstelle beginnen. Und ja, wir haben nach wie vor noch diese kleinen Lags im Spiel. Das liegt aber daran, dass wir die Windows-Kompatibilität umgestellt haben. Und ja, dadurch uns erhoffen, keine Abstürze mehr zu haben. Ich hoffe, dass das auch klappt tatsächlich. Und, ah, das ist ungewohnt. Ungewohnt, ungewohnt. Ich habe die letzten Tage nämlich, oder was heißt die letzten Tage? Ich habe gestern oder so ein bisschen Need for Speed Unbound gezockt. Dadurch ist es jetzt so ein bisschen ungewohnt, hier wieder die Most Wanted-Steuerung kurz zu adaptieren. Ab. Aber ja, wir sind ja jetzt schon bei Mingne, so lange ist es ja gar nicht mehr. Gut, es dauert wahrscheinlich schon noch ein bisschen. Die Rennen werden ja auch gegen Ende immer härter und länger. Das heißt, ein paar... Jo, jetzt kommt direkt Polizei. Das heißt, ein paar Folgen werden wir auf jeden Fall noch haben. So oder so. So, aber die sind hier Stufe 1 Cops. Das ist kein Thema. Können wir einfach so absolvieren. Und ich freue mich wirklich sehr auf den Galado. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Das gibt einen ordentlichen Tempo-Boost, glaube ich. Ja, und dann werden wir später, glaube ich, uns noch den Carrera zulegen. Das wird so der Way to go sein. Nur damit ich schon mal so ein bisschen im Bilde seid. Ach du heilige Scheiße. So, ja. Zack, zack, hier kurz alles ein bisschen umfahren. Jetzt habe ich gerade eben ein Video mit dem Galado gesehen und jetzt kommt mir unser Cayman S so unfassbar langsam vor. Ich habe nämlich gerade ein Need for Speed Most Wanted Video geschaut. Und da ist der Kollegen Galado gefahren und ja, wenn man den gesehen hat, wie der rumpäst und was für ein Handling der hat, das ist schon krank. Ah, okay, so. Hier so ein bisschen rein ist kein, oder sollte kein Problem sein. Ist auf jeden Fall ein langes Mautrennen, ne? Aber gut, klar, die Längen. Die Rennen werden immer länger. Heieiei. Sind wir fast reingeknallt. So, zack, hier einmal hoch. Da habe ich jetzt mal kurz den Speedbreaker genutzt. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Standby. Da sind die auch gar nicht hinterhergekommen. Das ist nice. Oh. Ja, wir sind hier schon gut unterwegs. Ich meine, der Cayman S hat ja auch sein Tempo, ne? In der aktuellen Lage, in der aktuellen Situation bei uns. Eieiei. Da hat er auf jeden Fall schon eine gute Pace, würde ich sagen. So. Zack, und dann können wir einmal hier lang. Und dann ist das Rennen auch schon durch. Einmal weiter, kurz Knallgas geben und dann sollten wir hier auch relativ schnell entkommen. Wir können mal kurz hier ins Versteck fahren. Ah, hier oben ist es, ne? Hier oben ist das Versteck. Und zack, einmal kurz rein und dann auch ganz entspannt haben wir das da hier dann gut geschafft. Relativ entspannt dann tatsächlich.
Dieses Turbo-Zischen, geil. So, dann gehen wir auf Rennen. Was haben wir denn noch? Guck mal, wir haben hier eine Radarfalle mit maximalem Kopfrisiko. Das können wir jetzt halt mit dem Cayman S noch relativ gut machen. Können wir jetzt mit dem noch relativ gut machen, weil der so ein niedriges Kopfverfolgungslevel hat. Und eine niedrige Fahndungsstufe. Da kann man da gut reinschwitzen. So, wir ziehen hier erstmal direkt vollkommen weg. Die Gegner haben bis jetzt gar keine Chance. Zack, hier einmal durch. So, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir hier Radarfallen fahren. Das heißt, wir sollten jetzt schon gucken, dass wir gutes Tempo drauf haben. Wir sind auf jeden Fall vorne, aber nur reichweitenmäßig, nicht von den kmh-Zahl. Da sind wir nämlich nicht vorne. Ach du Scheiße, der war Katastrophe. Der war ja eine absolute Katastrophe. Der Blitzer. Ich glaube, hinter uns ist auch dieser Iceman-Typ. Ich glaube, wenn der rankommt, haben wir ein Problem. Müssen wir hier ein bisschen mit dem Speedbreaker spielen, um die Kurve gegebenenfalls ein bisschen besser zu kriegen. Aber das reicht doch noch, oder? Ja, Sieger, ich wollte gerade sagen. Das reicht auch noch. Da waren wir auf jeden Fall schnell genug. Da waren wir auf jeden Fall schnell genug. Eigentlich so Platz so oben. Naja, egal. Was haben wir hier? Wir haben hier ein K.O.-Rennen und wir haben hier ein Sprintrennen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz hier in das Sprintrennen rein. Ja, der sieht schon nice aus, ne? Oh, da haben wir einen M3 mit dabei. Und noch ein Audi hier am Start. Ich glaube, uns fehlt ja das Turbo-Update auch aktuell, ne? Das haben wir halt gar nicht eingebaut gehabt, weil das Spiel ist ja gecrashed vor ein paar Folgen. Und ich glaube, wir haben das Turbo-Update gar nicht gekauft. Weil genau als wir aus der Garage rausgefahren sind, hat er uns ja das Spiel beendet. Es sei denn, der hat es dann trotzdem noch überschrieben. Das weiß ich nicht genau, um ehrlich zu sein. Das könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Ah, so. Ja, können wir hier lang fahren. Ah, der ist auf jeden Fall direkt hinter uns, der Kollege. Ja, einer hat auf jeden Fall richtig Bock, uns zu verfolgen. Oh, yo. Eieiei. Eieiei. Was ich halt bei Most Wanted echt, muss ich sagen, relativ geil finde, ist halt, dass sich das Nitro selber auflädt, ne? Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, aber das fehlt mir so ein bisschen in anderen Games. Da musst, also bei Underground zum Beispiel, musst du so Beinahunfälle bauen und so. Oder nach jeder Runde kriegst du neues Nitro. Das finde ich irgendwie nicht so... nicht so nice. Da mag ich dieses Nitro, was sich von alleine auffüllt, irgendwie ein bisschen lieber.
Und der Typ ist uns auf jeden Fall direkt auf den Fersen. So, zack. Abfahrt, da haben wir das auch geschafft. Und dann gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall 11 Rennen. Die 3 haben wir. Dann machen wir hier das. K.O.-Rennen noch. Auch auf ganz entspannt. Oh, Corvette, was haben wir noch? Noch hier so ein Chevy Cobalt. Und da hinten ist ein Murcielago. Das Spiel will mich einfach komplett verarschen. Hallo, was ist mit dir los, Junge? Ja, und wer ist natürlich vorne? Der Cobalt. Das mit Abstand uninteressanteste Auto von allen dreien. Ja, was eine beschissene Strecke. Was eine beschissene Strecke. Das sind diese Rennen. Worauf man so offiziell gar keinen Bock hat. Also der Lambo ist auf jeden Fall noch drin. Den höre ich nämlich hinter uns. Ich denke auch, dass der Kollege derjenige sein wird. Ah, der Cobalt ist auch noch drin. Das heißt echt, dass der Chevy raus... die Corvette rausgeflogen ist. Na, auch nicht schlecht. Also bis jetzt führen wir das Rennen ja eigentlich relativ gut an, ne? Wir geben den Platz hier nicht wirklich her. Und wenn wir hier in Ruhe den mit dem Speedbreaker manövrieren können, dann geht's ja auch. So, in der Kurve haben wir aber auf jeden Fall einen Vorteil. Ja, und wer ist weiter? Der Lambo natürlich. Wie predicted. Wie bereits predicted ist der Lambo derjenige, der hier vor uns, beziehungsweise vor uns ist gut. Der hier mit uns noch am Start ist. Und uns hier jetzt sogar noch überholen will. Die Gegner bremsen immer so ein bisschen ab, wenn man die wegdrückt. Das kann man sich je nach Situation zu seinem Vorteil nutzen. Oh, das ist ein etwas niedrigerer Abstand, als ich mir gewünscht hätte.
Aber wir haben es geschafft. Mein Gott, ey. Aber das war leider ein Rennen, was ein bisschen hart war tatsächlich. So, und wir haben noch ein Mautstellenrennen. Können wir dann auch mal eben fahren. Das eigentlich sollte ja nicht wirklich ein Problem sein. So, mit dem Cayman hier. Hau mal direkt mal das Nitro raus, damit wir einen guten Startspeed haben. So, zack. Abro. Na, Mautstellenrennen waren bis jetzt nicht wirklich sonderlich spannend in Most Wanted. Ich glaube, das sind auch so tatsächlich die ödigsten Rennen. Und da werden wir angezählt. Ist ja lustig. Ist ja lustig, dass ich es gerade noch sage und dann wird man angezählt. Aber war er jetzt trotzdem auch nicht wirklich knapp. Ne? 5 Sekunden immer noch. Ich meine, 5 Sekunden ist viel Zeit. Wir kommen hier schon ganz gut durch. Würde ich sagen, dann einmal hier kurz lang sprinten. Da haben wir sogar 13 Sekunden wieder drauf bekommen, also auch hier an der Stelle nicht wirklich ein Thema. Na, wir flitzen hier schon gut durch. Jetzt einmal rum. Auch nicht wirklich ein Thema. Ja, wir sind bei 87%. Also es sollte zeittechnisch auf jeden Fall gut hingehen, hinhauen. So, zack. Und dann haben wir auch schon gewonnen hier ohne große Probleme. Ich habe mich mal ein bisschen entspannter hingesetzt. Das ist ein bisschen krampf, wie ich hier vorher saß. Ja, und ich glaube, damit haben wir bei Ming alle Rennen. Und jetzt können wir uns den Meilenstein mitnehmen. 180 km/h hier geblitzt werden. Nee. Das war klar. Alle Rufzeichen. Unser Fahrer gemeldet. Er wurde zuletzt gesichtet in östlicher Richtung, in der Nähe des Bankenviertels. Mein Gott. Okay, den kriegen wir gerade irgendwie nicht hin. 173 km/h. Versuchen wir es mal hier. Boah, wir können... Also theoretisch...
Können wir auch eigentlich direkt eine Verfolgungsjagd starten, oder? Hätte ich jetzt gesagt. So. Pass auf. Ja, okay, der hat auch nur mal eins. Super, dann können wir jetzt ja wieder Verfolgungsstufe grinden. Ist ja mega cool. Gut, dann versuchen wir die Meilensteine nochmal. 255. Sollte der wohl eher hinbekommen. Sowas hier wiederum ist dann halt gar kein Problem, ne? Wir versuchen den nochmal. Sogar noch mal ein bisschen Verkehr mitgenommen. Trotzdem hat es geklappt. Cross, keine Sonderbehandlung. Hallo? Ich weiß, dass du da bist. Du scheinst es ernst zu meinen, wie du willst. Aber du musst wissen, dass du jetzt die Sonderbehandlung bekommst. Gesetze gelten für uns nicht mehr. Wir sehen uns dann. Oh, falls du dich fragst, woher ich deine Nummer habe, sagen wir mal so. Du hast nicht nur Freunde. Vor allem, wenn jemand seinen Wagen zurückhaben will. Schöne Nacht noch. Wenn jemand seinen Wagen zurückhaben will, okay. Also eigentlich möchte ich meinen Wagen zurückhaben. Aber wie gesagt, da können wir dann später nochmal drüber sprechen. So, 180 km/h, der ist ein bisschen schwierig. Nein, wir waren doch... Was ist das denn? Wir waren doch bei 180 ungefähr. Der macht mich echt fertig, der Blitzer. Der soll mir jetzt mal nicht auf den Sack gehen, hier der Meilenstein. Wir gucken noch, was wir für andere Meilensteine haben. 22 Polizeiwagen, 7 Minuten Verfolgung, 10 Straßensperren. Was haben wir hier noch? 4 Nagelwehr. Nein, pass auf. Dann geht's einmal ab. So, das Problem an der ganzen Sache ist halt nur, dass wir auf Stufe 1 jetzt wieder starten. Das ist immer so ein bisschen ätzend. Muss man ehrlicherweise sagen. Weil wir brauchen ja mit Sicherheit jetzt wieder so ein paar Minuten. Ein paar Minuten bevor... Hallo? Bevor jetzt hier überhaupt irgendwas ernst wird. Ist immer so ein bisschen ärgerlich dann. Aber gut, ne? Machst du nix? Jetzt einmal durch. Den einmal kurz ausgeschaltet. Ja, dann fahren wir ein bisschen mit den spazieren, ein bisschen Gassi gehen. Kleines bisschen Gassi gehen, du. So, guck mal, den hier können wir noch mal voll in den Karren rammen. Oh ja, der will nicht ganz.
Komm mit. Put, 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 put. Put, 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 put. Jetzt gleich sind wir übrigens Stufe 2. Mein Gott. So, Stufe 2. Sogar mit zwei Strichen jetzt schon. Aber damit haben wir den ersten Meilenstein mit der 7-minütigen Verfolgung ja so oder so relativ easy. Ohne große Probleme. Hallo? Wir haben alle freien Einheiten im Einsatz. Hallo? Durch. Sind mit Code 3 zu euch unterwegs. Kommen Sie mit bitte, danke. Ah, guck mal, da ist eine Straßensperre. So, let's go. Ja, das ist halt blöd, ne? Wir fahren 3-4 Rennen, verlieren wir direkt wieder Fahndungsstufe. Ist zwar cool, weil man so das natürlich auch schalten kann, ne? Wenn man eine zu hohe Fahndungsstufe mit dem Wagen hat, dass man den dann so kurz für 1-2 Rennen stehen lassen kann. Das hilft dann schon. Allerdings, wenn man es dann drauf anlegt, dann muss man hier wieder auf Krampf irgendwie versuchen... Was macht der denn? Alle Einheiten, alle Einheiten. Die State Patrol hat jetzt den Einsatz in der Hand. Gute Frage, ey. So, den würde ich gerne... Die machen auch gar nichts mehr, ne? Wäre cool, wenn die einem hinterherfahren dann. Hallo? Oh, jetzt fährt er uns hinterher. Hä? Okay, jetzt habe ich hier gerade ein bisschen Kacke gebaut, weil da wurde es gerade wieder fast ein bisschen eng. Weil ich ein bisschen übertrieben habe. So, jetzt haben wir hier die GTOs, ne? So, was geht? Moin, moin, moin. Und dann ziehen wir hier richtig durch. Machen den hier mal komplett kaputt. 10.000 geben die, das ist echt cool. Ja. Die Dingens, die der hat, die sind hier noch nicht so krass, der Ming. Also der hat hier ein paar Meilensteine, die sind aber 7 Minuten Verfolgung, Straßensperren und so. Und Kopfberührung, das kommt alles von alleine. Mal kurz mal die Nase kratzen. Ah, und Nagelbänder brauchen wir, ne? Und Nagelbänder brauchen wir. So, 9 Cops haben wir im Arsch. Moin. Ha!
Gar kein Problem. Haben wir die verarscht. Oh, das war knapp. Das war ein bisschen knapper als gedacht. So, gleich kommen wir dann natürlich auch auf Stufe 4. Oh, und ab Stufe 4 würde ich sagen, geht hier richtig die Luzi ab. 6 von 10 Straßensperren haben wir schon mal. So, hier mal kurz die Berührungen sammeln. Moin. Oh, eieiei, ey. Meldung der Einsatzleitung. Wir sind jetzt auf Alarmstufe 4. Das war richtig tückig. Okay, der kommt mit. Sehr schön, jetzt kommt auch der Helikopter noch mit dazu. Boah, die bremsen einen ja richtig aus direkt. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir wären fast erwischt worden, weil wir nicht genug Tempo drauf hatten. Okay, vor denen habe ich Angst. Holy moly, was ist denn los? Ey, was ist denn los? Ich sag euch ehrlich, ich fahre einfach dran vorbei. Nicht mehr auf diesen Kollisionskurs gehen, weil das führt ja zu nichts, ey. Das führt ja zu gar nichts, sondern wir kriegen Verstärkung. Oder eher gesagt, leider nicht wir, sondern die Polizei. Jetzt langsam. Wir kreisen ihn ein. Standby. Verfolgen! Los, los! Dieser Typ hält einfach nicht an. Mal schön nach vorne gucken. Zwei Nagelbänder noch, dann würde ich sagen, können wir abhauen. Ich dränge ihn von der Straße.
So, 3 von 4. So, und jetzt müssen wir abhauen. Jetzt wird's ernst. Oh, perfekt. Oh, geil. Geil, geil, geil. Wir haben es geschafft. Yes. Oh, schön. Da regnet das Kopfgeld. Ja, 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 sehr schön. 564.000 Kopfgeld. Ming will fahren. Ja, yes. Sehr geil. Machen wir, Rock, danke. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir. Ab zum Unterschlupf, speichern. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir Ming herausfordern und uns hoffentlich den Lambo holen. Und ja, bis dahin, haut da rein, euer Zeranos. Ciao, ciao.